Gut, Sportfreunde, wie sieht das jetzt nun aus? Höhe versus Leistung, also was hat da nicht die Höhe für einen Einfluss auf deine Leistung und auf deine Geschwindigkeit? Das erzähle ich euch jetzt im kommenden Video. Gut, ein bisschen untergegangen da im August, im Juli war es, dass der Martin Metzen einen Stundenweltrekordversuch gemacht hat. Da ist 53,6 Stundenkilometer gefahren. Vor allem interessant war es, dass er das auf der Höhe gefahren hat, in Mexiko, Aguascalientes. Und diese Stadt ist auf 1888 Meter Höhe. Und es war spannend, weil wenn man ein bisschen zurückguckt, ihr seht hier die Stundenweltrekordversuche, wo die gefahren wurden, dann sieht man hier ganz am Anfang 1893 noch in Paris, klar ist natürlich wegen der Bahn und so weiter, dann kam mal eine Serie Mailand, dann hier oben Eddie Merckx in Mexico City und dann aber wieder runter, bis zum Bradley Wiggins in London. Und jetzt kommt einer daher, ich habe jetzt den nicht gekannt, gut, ich kenne mich jetzt nicht extrem gut aus im Radsport, aber er kommt eigentlich aus dem Nirgends und geht in die Höhe und fährt 53,6. Das Video ist auch auf YouTube, hier sieht er, seht ihr das, wie der aussieht. Völlig unscheinbarer Typ, ich schätze jetzt wirklich nicht die absoluten Megamuskeln, ne? Und trotzdem total schnell. Ne? Hier seht ihr es. Geschätzt 68 Kilo, 1,75 groß, mehr schätze ich jetzt da nicht. Und fährt in der Höhe 53,6. Sehr spannend. Ihr könnt jetzt hier mal zurückgehen auf diese cyclingpowerlab.com Seite nochmal, war ich ja vorhin schon mal, und seht das jetzt mal an. Jetzt habe ich mal ein Rechenspiel so durchgespielt, einfach damit man ein bisschen sieht, was da eigentlich geleistet wird. Also ich habe jetzt mal angenommen, er ist 68 Kilo, er hat einen CDA von 0,19, fährt mit 437 Watt, dann gibt das irgendwo 53,6 Stundenkilometer. Jetzt geht er in die Höhe. Was passiert? Ist klar, aerodynamisch gewinnt er, ist logisch, Luft ist dünner, kommt besser durch die Luft. Höhe verliert er, einfach weniger Sauerstoff in der Höhe. Wenn man jetzt diese beiden Effekte kombiniert und zusammenzählt, dann kann man sagen, dass er so hier, seht ihr die Höhe, 1500 bis 2000 Meter, 41 bis 48 Watt Gewinn durch die Höhe. Berücksichtigt, dass er weniger Sauerstoff hat, dann ist er fast 400 Watt gefahren bei 68 Kilo. 400 durch 68. Irgendwo knapp 6 Watt pro Kilo für eine Stunde. Also ist jetzt interessant, nimmt mich jetzt Wunder, ob das jetzt eine neue Tendenz sein wird beim Stundenweltrekord, ob sie wieder in die Höhe gehen. So ein bisschen eher leichtere, kleinere Athleten, die einen super CDA haben, unter 0,2 sind, ein bisschen schlenker und dann eigentlich so über weniger Luftwiderstand eigentlich das kompensieren können. Das bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber sicher auch noch als Randbemerkung für euch, wenn ihr in der Höhe trainiert, dann seht ihr hier, oder also wenn ich jetzt in Davos trainiere, was das dann eigentlich heißt, FTP-mäßig. Ja. 437, da habe ich einfach 30 Watt sind einfach gerade mal weg durch die Höhe. Irgendwo, wenn ich einen Pass fahre. Das müsst ihr wirklich berücksichtigen. Deswegen, wenn ich in die Höhe gehe, Höhentrainingslager, meine Athleten schicke, sage ich immer, deck mal die ersten 14 Tage einfach dein Wattmesser ab, bringt nichts, du fährst in einem ganz anderen Bereich. Oder? Also sehr spannend, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wiggins 70 Kilo, irgendwo auch bisschen mehr als 6 Watt pro Kilo, 54,5 in London. Oder? Jetzt kommt dieser Mats, macht das in der Höhe, weniger Watt, kommt besser durch die Luft. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Einfach so mal als Input, dass ihr das so ein bisschen berücksichtigt, auch wenn ihr in der Höhe trainiert, die Watt sind weg. Okay, merci. Sportsfreunde, danke fürs Zusehen. Das ist mein Buch, Triathlon Total. Könnt ihr über Amazon bestellen, kostet 28,95.
ist aus meinen 30 Jahren Erfahrung in 30 Kapitel niedergeschrieben.